Zeuge Omelan Kowal, Belgien, Geschäftsdirektor, 44 Jahre alt, 47. Verhandlungstag, 21.05.1964. Nein. Ja. Sie sprechen Deutsch, dann bitteschön. Aber Sie können auch hier ruhig sitzen. Alle Zeugen, alle fünf oder vier Zeugen, die da sind, bleiben Sie ruhig, Herr Sisson. Das sind vier. Wie ist Ihr Name? Kowald. Kowald? Wie schreiben Sie sich? Wollen Sie mal buchstabieren, bitte? Wollen Sie mal Ihren Namen buchstabieren, Herr Kowald? K-O-W, so A-L. Kowal. Und mit Vornamen? Omelang. Omelang. O-M-E-L-A-N. Jawohl. Und Sie sind der Herr Dr. Michael Schewtschik. Wer ist das? Sind Sie, bitteschön. Ja. Wie heißen Sie mit Vornamen? Michael. Michael. Schewtschik, geschrieben S-Z-E. Schewtschik. Schewtschik. S-Z-E-W-C-Z-U-K. Z-Z-U-K. U-K, ja, ganz recht. Und Sie sind der Herr Rudolf Kauer. Kauer. Und Sie sind der Herr Stuck, oder wie das heißt? Witoschinski. Boris Witoschinski. Witoschinski, da ist also der Herr von Stuttgart nicht erschienen. Nein, der ist wohl hier, aber ich kann ihn nicht finden. Er war hier. Er war hier. Ist anscheinend durch die Mittagsbrot. Witoschinski mit Vornamen? Boris. Boris. Boris, B-O-R-I-S, ja. W, ja. I, ja. T-O, ja. C, ja. H, Y, N-S-K, Y. Französisch geschrieben. Y. Witoschinski. Ja, Sie sollen hier als Zeuge vernommen werden und ich mache Sie deshalb meiner Pflicht gemäß auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Eides aufmerksam und verwarne Sie vor den Strafen des Meineids. Halten Sie sich in allen Teilen Ihrer Aussage unbedingt an die Wahrheit. Ihr Eid bezieht sich auch auf die Angaben über Ihre Person. Und nun bitte ich den Herrn Kowal zunächst hier zu bleiben. Die drei übrigen Zeugen bitte ich zunächst hinauszugehen. Ich rufe Sie einzeln wieder herein. Herr Kowal, Sie können Platz nehmen. Sie heißen mit Vornamen, wie Sie uns bereits gesagt haben, Omelan. Sie sind wie alt? 44 Jahre. Verheiratet? Verheiratet. Von Beruf? Handelsdirektor, Geschäftsdirektor. Geschäftsdirektor, wohnhaft in? In Brüssel. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Nein. Herr Kowal, Sie sollen, oder es wird in Ihr Wissen gestellt, die Person des hier vernommenen Zeugen Kral. Kennen Sie den Zeugen Kral und woher kennen Sie ihn und was wissen Sie von ihm? Ja, ich kenne Herr Oberkapo Kral. Ja. Er war in Auschwitz, wenn ich da gekommen bin, in 1942. Ja. Er war Oberkapo von Neubau, Kommando Neubau. Ja. Er war auch schuld an verschiedenen Meutereien mit meinen Kameraden. Meutereien mit Kameraden? Wie soll ich das verstehen? Mein Ausdruck ist vielleicht nicht so gut, weil ich deutsche Sprache schon fast vergessen habe. Ich habe nicht deutsche Sprache in Gebrauch. Aber wenn ich nicht richtig sage, dann möchte ich vielleicht in Ukrainisch oder Französisch sagen. Können Sie Russisch sprechen? Russisch, ich verstehe, aber ich kann nicht sprechen. Sie können nicht sprechen. Und Polnisch? Polnisch, ja, ich kann Polnisch.
wenn ich nicht auch vergessen habe, weil ich nicht in Gebrauch habe. Also Sie sagen, Kral war schuld an Meutereien Ihrer Kameraden. Was verstehen Sie darunter? Was soll er da gemacht haben? Als Oberkapo hat er meine Kameraden geschlagen. Ja. So dass 8 von meinen Kameraden, die mit mir gekommen sind, sind also in 3 Monaten tot geworden. Auch nicht er selber, aber auch seine Unterkapos und die anderen, die, die waren mit also unter seinem Befehl. Befehl. Und Sie sagen, er selbst hat nicht geschlagen. Aber er selbst hat auch geschlagen. Hat auch geschlagen. Jawohl. Er und seine Unterkapos. Jawohl. Und dadurch sind innerhalb von 3 Monaten 8 Menschen gestorben. 8 Menschen von 24, die zusammen also auf, aus Gefängnis Krakau gekommen sind. Mhm. Und wissen Sie etwas davon, oder haben Sie auch Brüder Bandera gekannt? Jawohl. Wie hießen die? Vasil Bandera und Oleksa Bandera. Ja, Oleksa. Ja, und was geschah mit ihnen? Also der erste, der tot war, das war eben Vasil Bandera. Und wieso kam das? Es war also auf Kommando Neubau. Wir haben 2. Block gebaut. Was war das für ein Block? Der 2. Block in Auschwitz. Block Nummer 2? Nummer 2, jawohl. Mhm. Nun? Und er war schon geschwächt, also von früheren Schlägereien und so weiter. Und dann musste er die Schubkarren mit Zement und Beton nach ersten Stock transportieren. Und wie geschah das? Auf einer schiefen Ebene? Muss er so raufdrücken? Oder? Nein, also mit Schubkarren sollte er, also es waren 2 Bretter. Breiter, ja. So schief. Schiefe Ebene, ja. Schief und er musste also hinaufdrücken. Hinaus schieben. Ja. So dass er konnte es nicht tun. Und die Unterkapos haben ihn geschlagen. Er hat vielmehr, er ist zu Boden gefallen und doch hat ihn geschlagen auf dem Boden, so dass Herr Oberkapo Kral war auch dabei. Er hat das also geduldet. Er hat das geduldet. Manche, habe ich auch gesehen, dass er die Häftlinge auch geschlagen hat mit einer Latte auf erstem Stock. Aber diesen Vasil hat er nicht geschlagen. Das hat er nur. Das habe ich nicht gesehen persönlich. Hat er nur zugesehen? Hat er zugesehen? Hat auch etwas gesagt dabei? Hat auch etwas gesagt dabei. Nun, und was geschah mit dem Vasil? Also, er war, ich glaube, 5 Tage auf dem Kommando Neubau. Wir haben ihn schon nach Lager, Kameraden, ich auch war dabei und auch, habe auch geholfen, ihn transportieren. Er war nicht mehr fähig, also nach Lager zu Fuß zu gehen. Hm. So dass eines Tages, also es war vielleicht 4. Tag auf dieser Arbeit, hat mir gebeten, dass ich mich diese Personen, die ihn also so geschlagen haben, erinnere. Und wenn ich einmal frei bin, dass ich das, die Wahrheit über diese Schlägerei sage. 5. Tag ist er nicht mehr erschienen und wir haben erfahren, dass er nach Krankenbau
also geschleppt wurde und dort also gestorben. Das haben Sie von Hörensagen von dritter Seite gehört? Ja, das, was tot... dass er tot wäre. Ja. Das war der Wassil und der andere, das war der... Und der andere ist ein paar Tage später gekommen, selbst, weil er aus Rom also gekommen ist. Also Gestapo hat ihn aus Rom herbeitransportiert, jawohl. Und er war auf 11. Block, er war nicht mit uns zusammen und er hat nicht mit uns gearbeitet. Aber er hat denselben Weg, also in ein paar Tagen war er auch tot geworden. Ja, und haben Sie da gesehen, dass ihn jemand geschlagen hat? Das habe ich nicht gesehen, ich habe ihn bloß gesehen, wenn er marschierte, auf 11. Block. Wir waren schon also auf Appell, also während er also nach 11. Block marschierte. Ja, also Sie haben gesehen, dass ihn die Arbeit außerordentlich drückte, dass sie ihm wehtat und dass er mitmarschiert ist. Und eines Tages haben Sie gesehen oder gehört, dass er tot war? Ich habe gehört, dass er tot war. Haben gehört, dass er tot war. Aber ob ihn jemand geschlagen hat oder gar totgeschlagen... Das habe ich persönlich nicht gesehen. Nicht gesehen, nicht gehört. Aber es gibt Kameraden, die haben das gesehen. Und was haben die gesehen? Dass er also geschlagen wurde. Von wem? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Und wie heißen die Kameraden? Die sind in Amerika und Kanada. Aha, so. Dort, Doktor, ich kann also die Namen sagen, ich kenne... Jetzt sagen Sie mal, Sie sind wo geboren? In Ukraine, in Westukraine. In der Ukraine, und zwar wo? Rachinia. Ist so... Bei Rechow? Rechow? Ist das Rechow? Ist das... Rachinia. Rachinia. Ist Nähe von Stanislaw. Tak, ist. Stanislaw. Stanislaw. Und diese Strick, Brüder, jawohl. Bandera, waren das? Bandera war auch von diesem Kreis. War auch von diesem Kreis. Sie hatten einen Kreis dort. Jawohl. Bitte? Im Lager hatten Sie einen. Ach so, Sie meinen von diesem Kreis, wo der geboren ist. Er ist auch von diesem Kreis, wo ich geboren bin. Mhm. Jawohl. Ja. Und sind Sie nachher in Auschwitz, haben sich da die Ukrainer zusammengeschlossen zu irgendeinem näheren Club oder sowas? Jawohl, das haben wir immer versucht, um zusammen zu sein, um uns zu verteidigen. Ja. Und hatten Sie da besondere Feinde, die Ihnen das Leben besonders schwer gemacht haben? Nachher war es nicht so schlimm wie am Anfang, ja. Weil wir schon mehrere waren. Wir und waren schon Hunderten. Und wer war es denn, der Ihnen das Leben schwer gemacht hat dort in Auschwitz? Also das war, wo ich sage, also Kommando, Neubaukommando und nämlich Oberkapo Krall. Ja, nun haben Sie uns doch bisher immer nur gesagt, die Unterkapos hätten zwar auch diesen Bandera zum Beispiel geschlagen, der Oberkapo hätte auch mal mitgeschlagen, aber im Allgemeinen hätte er sich dazugestellt und hätte es geduldet. Nein, er hat auch dazu manche Worte gesagt. Ich erinnere mich nicht, was für Worte hat er gesagt, aber ich sage, dass er also nicht bloß geduldet hat, aber auch also... die Leute noch angestiftet hat. Angestiftet, jawohl. Ja. Noch eine Frage? Eine Frage. Ja. Wie lange war dieser Wassil Bandera in dem Neubaukommando? Wie viele Tage oder Wochen? Nicht mehr als 5 Tage. Insgesamt 5 Tage? Jawohl. Und der andere? Und der andere auch nicht länger. Aber der ist ein bisschen später gekommen. Der Wassil war schon tot. Der andere war schon tot. Herr Staatsanwalt. Wann sind Sie selbst nach Auschwitz gekommen?
Ich bin 20. Juli 1942 nach Auschwitz gekommen. Können Sie sich noch an Ihre Häftlingsnummer erinnern? Jawohl, ich habe meine Häftlingsnummer 49.730. Ja. Sind Sie dann, wo sind Sie dann zunächst untergebracht worden? Nach Mauthausen. Nein, ich meine in Auschwitz. In Auschwitz. In welchem Block? In welchem, zuerst war es Block 11. Nachher, es war eine Baracke zwischen Krankenhaus und Bekleidungskammer. Ich glaube, es war 23a oder sowas. Ich bin mir nicht. Sind Sie sofort zu dem Kommando Neubau gekommen? Sofort. Wie lange dort geblieben? 2 oder 3 Wochen, nicht mehr. Ach, insgesamt nur zwei oder drei Wochen Kommando Neubau. Nachher bin ich zu einem anderen Kommando. Zu welchem Kommando? Feldscheune Babitz. Mhm. Das war, war das in einer Nebenlage? Nein, das also war in Außenkommando. Außenkommando. Ja. Und dieser erste Fall, der Tod von Wassil Bandera, ereignete der sich in der Zeit, als Sie selbst noch zum Kommando Neubau gehörten? Jawohl. Und der Bruder? Bitte? Der Bruder starb der auch noch während dieser 2 oder 3 Wochen? Jawohl, in derselben Zeit. Hm. Aber von dem zweiten Fall haben Sie selbst überhaupt nicht gesehen, wie er zu Tode gekommen ist. Ich habe ihn gesehen, der so ganz geschlagen war und wenn er marschierte auf 11. Block. Waren Sie damals nicht mehr im Block 11 untergebracht? Bitte? Waren Sie damals nicht mehr im Block 11 untergebracht? Nein, nein, nach ersten, ich glaube, wir waren nicht mehr als 2 Tage im 11. Block und nachher wurden wir nach Baracke also übersiedelt. Sind Ihnen noch Namen von SS-Angehörigen aus dieser Zeit bekannt? Bitte? Sind Ihnen noch Namen von SS-Angehörigen aus dieser Zeit bekannt? Jawohl, ich kenne. Ja, nennen Sie doch ein paar, die Sie noch kennen. Ich kenne also Lager. Lager. Führer. Lagerführer Aumeier. Ja. Hess. Hess, Kommandant. Kommandant Hess. Ich kenne auch Palitsch. Der war Rapportführer, glaube ich. Und ich kenne auch diese, die hier also im Prozess sind, ja. Nämlich Kaduk als Rapportführer und andere kenne ich nicht so näher. Können Sie sich an einen namens Stark erinnern von der politischen Abteilung? Ja, das habe ich gehört. Aber ich Was haben Sie gehört in dem Zusammenhang? Ich kann nicht nichts etwas präzises sagen. Sie sagten, Sie hätten sich verteidigen müssen, die Ukrainer doch. Jawohl. Ja. Gegen wen denn? Also außer Kral. Also gegen diesen, die mit Kral auf Neubau waren, die uns noch kannten. Weil die anderen, wir waren also schon auf, wenn wir später auf anderen Kommandos waren, waren wir schon also nicht so bekannt. Waren das Deutsche auch, gegen die Sie sich verteidigen mussten unter den Häftlingen? Auch. Oder richtete sich der besondere Druck, der gegen Sie ausgeübt wurde, kam der von den Polen? Das glaube ich nicht. Oberkapo Kral war nicht als Pole getrachtet. Angesehen. Ja. Er war Reichsdeutsche, meiner Ansicht nach. Ihrer Erinnerung nach. Gehören Sie heute noch einer Gruppe an, die zu diesem Bandera-Kreis gehört? Ja, also alle Kameraden, die in Auschwitz waren, sind meine Kameraden geblieben. Ja, nicht nur von Auschwitz, sondern auch sonst. Sympathisieren Sie mit dieser Gruppe? Politisch. Politisch.
Ja, jawohl. Ja. Nun, hatten Sie sich auch gegen die SS-Leute zu verteidigen? Auch. Auch. Würden Sie mir bitte sagen, wieso Sie gerade dazu kamen, sich an Herrn Rechtsanwalt Dr. Laternser zu wenden? Wie kamen Sie darauf? Ich habe so verstanden, dass Sie sich an Herrn Rechtsanwalt Dr. Laternser gewandt haben, um hier eine Aussage zu machen. Jawohl, weil wir wussten, dass er neben Oberkapo Krall also als wie soll ich das sagen że on się zajmuje znaczy badaniem świadka. Tak jak pan zrozumiał. Tak, tak. Zwróciłem się do obrońcy Laternsera, ponieważ wiedziałam, że on zajmuje się badaniem świadka. Tak jest, tak. Ich habe mich an den Rechtsanwalt Dr. Laternser gewandt, weil ich gewusst habe, dass er sich mit der Befragung des Zeugen Krall beschäftigt. Woher haben Sie das gewusst? Bitte? Skąd pan to wiedział? Aus der Presse. Aus der Presse. Der Presse. Aus der Presse in Brüssel. Nein, ich war geschäftlich in München, während diese Deposition von Krall hier also während der Vernehmung von Krall befand ich mich auf einer Geschäftsreise in München. Und was wollten Sie mit der Aussage erreichen? Ich wollte bloß die Wahrheit sagen, dass die Zeugen hier waren auch Verbrechenshelfer. Alle? Sie meinen das speziell auf den Zeugen Krall. Ja, jawohl. Könnten Sie selbst irgendetwas von den über die Verbrechen sagen, die den Angeklagten angelastet werden? Nein, das insbesondere Kaduk. Nein, ich bin nicht Ihr Verteidiger gegen im Gegenteil. Aber ich kann etwas nicht etwas zugeben, was bisher schon gesagt wurde. Pan chce powiedzieć, pan nie może nic więcej powiedzieć? Nic więcej. To, co było już powiedziane. Ich meine es so, dass ich nichts mehr sagen kann, als das, was bereits hier ausgesagt wurde. Im Hinblick auf die Angeklagten. W stosunku do oskarżonych. Danke. In Bezug auf die Angeklagten. Ja, ich habe keine Frage. Wie lange waren Sie in Auschwitz, Herr Zeuge? Ich war bis Januar 1945, also Evakuierung, Lagerevakuierung nach Mauthausen. Welcher Organisation gehören Sie an, welcher ukrainischen? Also es wie war... heißt die? Ich wüsste nicht, warum dem zu widersprechen ist. Das ist ja immerhin... Das ist etwas anderes. Hier handelt es sich um eine ukrainische Gruppe, deren Tendenz ganz deutlich und ganz klar bekannt ist und die ganz bestimmte Absichten verfolgt. Es hat sich in dem Fall, wo Sie widersprochen haben, darum gehandelt, dass ein Zeuge aus einem Land hinter dem Eisernen Vorhang kam und dass er da gefragt wurde, ob er Kommunist sei. Und darauf ist gesagt worden, es dürfte Ihnen ja bekannt sein, wie dort die Einstellung ist. Und hier handelt es sich um einen Ukrainer, der infolge politischer Gründe ganz offenbar nicht mehr in der Lage ist, in seiner Heimat zu leben. Auch da dürften die politischen und die äußeren Verhältnisse völlig klar sein, Herr Kollege. Gut, also will der Zeuge Auskunft darüber geben, ob er einer ukrainischen Organisation angehört oder nicht? Also es ist widersprochen, es muss darüber entschieden Dann werden. Dann möchte ich gleich noch eine Frage stellen, Herr Vorsitzender. Ja. Herr Staatsanwalt. Dazu nur sagen, dass der Zeuge ja als damals als dieser Gruppe zugehörig, jedenfalls unter dem Verdacht, der Bandera-Gruppe zuzugehören, in das Lager eingeliefert wurde. Das, insofern ist es schon wesentlich, ob man weiß, ob er auch heute noch einer solchen Gruppe angehört. In das Lager eingeliefert worden sein, weil sie in dem Verdacht standen, Kommunisten zu sein. Ich vermag den Unterschied schlechterdings nicht einzusehen, Herr Staatsanwalt.
Also warum sind Sie damals ins Lager gekommen? Politische Häftling, aus politischen Gründen. Aus politischen Gründen, und was hat man Ihnen zur Last gelegt? Bitte? Was hat man Ihnen vorgeworfen? Es war nach der selbstverständlichen Erklärung in Lemberg in 1941. Nach welcher Erklärung? Nach Sie meinen Selbstständigkeit der Ukraine in 1941. 1941. 30. Juni. Ja. Ja. Also Sie wollten wissen, Herr Rechtsanwalt Ormond, welcher politischen ukrainischen Partei der Zeuge angehört. Wir werden über diese Frage nachher entscheiden. Wollen Sie bitte zunächst Ihre weiteren Fragen stellen. Meine nächste Frage ist die, haben Sie Ansprüche wegen Freiheitsentziehung nach dem Bundesentschädigungsgesetz gestellt und haben Sie solche Ansprüche zugesprochen bekommen? Frage ebenfalls hat mit der Aussage hier gar nichts zu tun. Oh ja, das hat sehr wohl damit zu tun, nämlich nach meiner Auffassung nicht, deswegen habe ich widersprochen. Gut. Die Frage geht dahin, haben Sie Ansprüche gestellt auf Entschädigung wegen Freiheitsentziehung nach dem Bundesentschädigungsgesetz? Jawohl. Haben Sie eine solche Entschädigung bekommen? Noch nicht. Wo ist Ihr Anspruch anhängig? In Köln. In Köln beim Regierungspräsidenten der Entschädigungsbehörde. Danke, keine weitere Frage. Herr Zeuge, wann haben Sie das erste Mal die drei Herren kennengelernt, die vorhin neben Ihnen hier vor den Schranken des Gerichts standen? Welche drei Herren? Die drei Herren, die eben vorhin neben Ihnen standen. Bloß zwei. Nein, neben Ihnen standen drei. Also dritten aus diesen Deutschen kenne ich nicht gut. Wer ist der Deutsche? Ich weiß Kauer. Nicht. Rudolf Kauer. Das ist der Deutsche. Dann ist der Dr. Michael Szewczuk. Den kenne ich. Den kennen Sie, und der Herr Stutz? Herr Witoschinski. Ach so, ja, Witoschinski. Also, wie gut, seit wann kennen Sie den Herrn Kauer? Seit heute. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Hier, also, wenn ich erwartete, Prozess. Hier vor dem Gerichtssaal? Jawohl. Aha. Und seit wann kennen Sie den Herrn Dr. Szewczuk? Seit 1943. Und woher da? In Auschwitz. Und wo war der Herr Dr. Szewczuk in Auschwitz? Er war als Arzthilfe, Gehilfe oder sowas im Krankenhaus. In welchem? In Auschwitz. Ja, in Auschwitz gab es, also in, meinen Sie im Stammlager? Stammlager, jawohl. Da war er Häftlingsarzt oder war er? Häftlingsarzt, jawohl. Häftlingsarzt. Aha. Und wissen Sie, wo der Herr Dr. Szewczuk wohnt? Jawohl, er wohnt in Österreich. In Österreich? Wo da? In Ebensee. In Ebensee. Und wann haben Sie den Herrn Dr. Szewczuk das letzte Mal hier heute vor diesem Prozess gesehen? Auch in München. In München? Wo da? Also in ukrainischem Verlag, wo er zurzeit tätig ist. In einem ukrainischen Verlag? Jawohl. Aha. Hatten Sie dort geschäftlich zu tun? Jawohl, ich bin Repräsentant also von diesem Verlag in Belgien. Ach so. Ist der Verlag in der Zeppelinstraße 67? Jawohl. Aha. Und den anderen, den dritten Herrn, den Herrn Witoschinski, kennen Sie den auch aus Auschwitz? Den kenne ich noch aus von 41. Den kennen Sie noch von 41, noch aus Krakau? Aus Lemberg noch. Aus Lemberg. Aus Lemberg noch. War er dann auch in Auschwitz? Jawohl, er war mit mir bis zu Ende. Mit Ihnen bis zu, ist er zur gleichen Zeit entlassen worden wie Sie? Derselben Tag, also 6. Mai 1945, also die amerikanische Streitkräfte. Aha. In Ebensee. Und wann haben Sie diesen Herrn das letzte Mal vor dem heutigen Prozess gesehen?
Also letztes Mal habe ich, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es war, ich kann auch genau sagen, es war im März, ja. Aha. Haben Sie sich damals mit diesem Herrn darüber unterhalten, dass in diesem Prozess vielleicht mal ein Zeuge Kral gehört wird? Nein, wir haben gesprochen, wir haben nichts Besonderes gefunden. Worüber haben Sie, was meinen Sie, Sie haben gesprochen? Bitte? Sie sagte eben, Sie haben gesprochen, ich habe das nicht verstanden, worüber so, meinen Sie? Haben Sie über den Auschwitz-Prozess gesprochen? Wir haben über den Prozess gesprochen. Ja, und was meinen Sie damit, mit der Äußerung, wir haben nichts Besonderes gefunden? Also, wir haben bloß, also das alles, was hier ausgesagt wurde, haben wir nichts Besonderes. Es war das, was wir wussten. Was wir schon wussten. Ich habe verstanden. Und dann sagen Sie, seit März haben Sie ihn dann das nächste Mal, dass Sie ihn gesehen haben, das war erst wieder hier vor dem Verhandlungssaal. Bitte? Das nächste, Sie sagten eben, diese Besprechung, die Sie eben geschildert haben mit dem Zeugen... war und eventuell in welchem wird zugelassen. Zweitens, die weiteren Fragen von Rechtsanwalt Rabe. A. Ob es sich bei dem Zeugen Kral um einen primitiven Schläger oder um einen intelligenten Menschen gehandelt habe, der mit Raffinesse vorgegangen sei. Und B. Ob der Zeuge es für wahrscheinlich halte, dass Kral die Wahrheit der Aussage des Zeugen Widoczynski unterstellt, trotzdem nach Deutschland gekommen wäre, werden nicht zugelassen, weil die Frage zu A auf ein Werturteil abzielt und die Frage zu B keine Frage nach Tatsachen ist. Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Die letzte Frage hatte ich ja zurückgezogen, aber ich mache ja nicht. So, das ist mir nicht klar gewesen. Also, da darf ich noch fragen, Herr...